Alles kein Problem für die Märkte, alles nur ein regionales Ereignis mit dem Coronavirus. Die chinesische Wirtschaft wird bald wieder sich erholen. Dementsprechend kann sowieso nicht schiefgehen, weil die Notenbanken uns stützen. Das ist das Mantra, das gestern und vorgestern zu der massiven Rallye geführt hat. Aber am Freitag hatten wir die erste Tsunami-Welle und normalerweise kommt bei einem Tsunami mindestens immer eine zweite Welle. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das Geschehen heute. Die Frage ist, wann kommt diese Welle? Wir sehen zum Beispiel den Nasdaq 100 gestern mit neuem Allzeithoch, jetzt 16% über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Das sind absolute Extremwerte. Gleichzeitig sind die Gewinne der Unternehmen nicht so wirklich gestiegen. Das heißt, wir haben weiter diese Schere zwischen Fundamentaldaten und eben eingepreisten Bewertungssituationen. All das wird gerechtfertigt, weil man sagt, ist doch eh egal, die Notenbanken pumpen rein, da spielen Bewertungen keine Rolle. Das ist das, was Sven Henrik hier auf den Punkt bringt mit, diesmal ist alles anders. Die Zinskurve, die schon rezessionäre Tendenzen anzeigte, die spielt gar keine Rolle. Es gibt keinen Boom- und Bust-Cycle mehr. Die Zentralbanken werden verhindern, dass jemals wieder eine Rezession entsteht. Schulden spielen keine Rolle. Man könnte diese Liste dieser Mantras weiter fortsetzen, die sich am Ende des Tages oder auf längere Zeit als alle falsch herausstellen werden, aber derzeit eben geglaubt werden, weil wir in einer Bubble sind, in einer Situation sind, wo man sich sagt, es kann nicht schief gehen. Wir haben das gestern bei Tesla gesehen etwa, dass hier die Dinge völlig aus dem Ruder laufen. Ich hatte gestern die These vertreten, dass da wahrscheinlich so eine, naja, Intrige, eine Zusammenarbeit von Hedgefonds, Banken gegen die bekannten Shortseller der Fall ist. Man weiß vielleicht, wo deren Schmerzgrenze ist, pumpt rein, die haben immer mehr Schmerz, müssen dann abdrücken, müssen dann faktisch eben selber kaufen, um die Shortposition einzudecken. Aber dann gestern passierte Seltsames, die Tesla-Aktie, die schoss mal plötzlich $200 nach unten. Da wurden über 2 Millionen Aktien gehandelt. Da wurden sozusagen innerhalb von wenigen Minuten 208 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung wieder entfleucht, kann man sagen. Das entspricht etwa der Marktkapitalisierung von Fiat Chrysler. Und das mal so in ein paar Sekunden, das zeigt schon, was hier eigentlich der Fall ist. Man denkt sich, naja, ist kein großes Problem hier mit China. Wir haben jetzt aber die ersten Warnungen, vor allem für die USA könnte die ganze Geschichte kritisch werden, denn ein Viertel aller Autoteile beziehen die Amerikaner aus den USA. In Südkorea steht schon teilweise Produktion still. Japan steht kurz davor, dass da einige Autokonzerne Schwierigkeiten bekommen. Jetzt sind natürlich viele Teile schon auf See. Das heißt, die werden noch ankommen in den USA. Dadurch kann man die ganze Geschichte so ein bisschen hinziehen. Aber das wird noch ein Riesenthema. Diese Lieferketten, die nicht mehr funktionieren, all das haben die Märkte scheinbar nicht wirklich so richtig ernst genommen. Wir haben jetzt die Situation, dass der Virus vor allem in Hubei, in dieser Provinz, wo Wuhan liegt, wo der Virus ausgebrochen ist, 3.156 Fälle an einem einzigen Tag und 65 Tote an einem einzigen Tag. Das ist sehr, sehr herb. Wie gesagt, hier JP Morgan bringt das mustergültig auf den Punkt. Wir werden da ein bisschen regionale Auswirkungen sehen. Und ich glaube, dass genau diese These, dass die ganze Geschichte schon ausgestanden ist, dass das alles gar keine Rolle mehr spielt, dass die nochmal mindestens einmal deutlich und stark hinterfragt wird und das dann ein erschreckender Fall sein wird, was die Märkte nochmal unter Druck bringen wird. Schauen wir uns die Konjunkturdaten an, da wird heute Wichtiges kommen, Arbeitsmarkt, ADP-Arbeitsmarktbericht 14.15, dann der ISM-Index Dienstleistung. Hier sehen wir, die letzte Zahl war bei 55,0. Das wird wichtig sein zu beobachten. Wir hatten jetzt schon Einkaufsmanager-Indizes aus China, die enttäuscht haben, die also schwächer waren. Also es sind heute die Einkaufsmanager dran. China hat schon mal enttäuscht, nachdem zuletzt die Daten ja etwas besser gewesen waren. Aber wir werden jetzt sehr, sehr schwache Daten aus China sehen. So viel ist klar. Das kann natürlich nicht spurlos vorbeigehen an der Ökonomie, wenn da praktisch Produktionsausfall der Fall ist, wie wir ihn derzeit sehen. Wir hatten Donald Trump gestern mit der Rede an die Nation, State of the Union. Da gab es einen Eklat. Er hat anfangs der Rede der Demokratin Pelosi den Handschlag verweigert, woraufhin die nach der Rede dann die ausgedruckte Rede demonstrativ zerrissen hat. Trump hat übrigens angekündigt,
hier oder beziehungsweise Trump hat die Steuersenkung, die zuletzt ja telegrafiert worden war, nicht erwähnt. Ein seltsames Zeichen. Und die US-Administration erwägt neue Sanktionen, sozusagen neue Beschränkungen in Sachen Huawei. Interessiert die Märkte scheinbar alles nicht, aber China hat interessiert. Wir sehen, dass hier die Exposure zu China massiv nach unten gegangen ist von US-Investoren. Und manchmal ist es so, dass diese Exposure, wenn China Exposure von US-Investoren nach unten geht, dann auch die Gesamtmärkte ein Problem bekommen. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100, der gestern über 2% hatte, zulegen können, die Charts von Capital.com. Wir sehen den Index aktuell 7329, ist nicht so wahnsinnig viel passiert im asiatischen Handel. Während der Nasdaq ein neues Allzeithoch erreicht hat, ist das beim S&P nicht der Fall, 3295. Wir sehen den DAX 13.259, heute schon die Siemens-Zahlen, kurz bevor ich das Video gemacht habe, sind die reingeschneit, kann ich noch nicht beurteilen, sieht aber schlechter aus als im Vorjahr auf dem ersten Blick, da Euro-Dollar 1.1036, wir sehen Gold jetzt ein bisschen erholt, 1.559 und wir haben Öl, das gestern unter die 50er-Marke wieder geknallt ist, gestern auch die API-Lagerbestände höher als erwartet, also das ist schon so ein Lackmustest, wir haben ja, die Situation, dass die Rohstoffe besonders betroffen sind, Kupfer, etwa Hälfte des Weltimports durch China gilt für viele Metalle, Eisenerz sogar über 60% des gesamten Imports der Welt leistet China. Das wird an den Märkten nicht vorbeigehen, das wird sozusagen auch hier im Westen oder woanders, wo man nach China liefert, Folgewirkungen haben. Wann kommt die zweite Welle? Ich glaube, sie kommt, vielleicht sie nicht. Ich denke, sie wird kommen. Die Frage ist, wann sie kommt. Kommt sie heute, kommt sie in den nächsten Tagen? Oder stimmen wir jetzt zu neuen Allzeithochs, weil die Welt ja wieder ganz toll ist und diese ganze Coronavirus-Geschichte keine Rolle spielt? Ich wünsche erstmal einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.